Nachhaltigkeit kann man studieren. Am Campus Neuburg der Technischen Hochschule Ingolstadt sind es ab dem kommenden Wintersemester sogar 3 Studiengänge, die sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Und am vergangenen Freitag haben wir noch einen wichtigen Schritt gehen können. Es wurde das Zentrum für Forschung und Transformation in der Nachhaltigkeit gegründet. Das bedeutet, man bringt die Forschungsergebnisse in die Anwendung, in die Wirtschaft und in die Kommunen in der Region. Dafür braucht man starke Partner, wie zum Beispiel die Firma Bauer in Schrobenhausen oder auch die Kommunen, die seit vielen Jahren im Thema Nachhaltigkeit unterwegs sind, wie Neuburg mit der Nahwärme oder im Donaumoos die Gemeinden mit der Photovoltaik. Also Forschung und Anwendung ganz eng zusammen, fortan in Neuburg, tolle Sache.